Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit einem kleinen Trick den Papierkorb hier unten in die Taskleiste bekommen. Sollten Sie den Papierkorb nicht auf den Desktop angezeigt haben, dann mit Rechtsklick auf den Desktop anpassen, Desktop-Symbol ändern und hier ein Häkchen machen bei Papierkorb, dann wird auch angezeigt auf dem Desktop. Wir haben das nicht, deswegen auf Abbrechen und schließen das. Der erste Schritt: auf die Taskleiste mit Rechtsklicken und Taskleiste fixieren, das Häkchen wegnehmen. Dann auf Start, Computer. Wenn Sie das Startsymbol nicht haben, das Ganze nennt sich Classic Shell, das Programm, damit Sie das Ganze wieder hinbekommen wie bei Windows 7. Wir haben hier im Kanal eine genaue Beschreibung. So, dann auf C, Rechtsklick, Neu, Ordner, den nennen wir jetzt Mülleimer. So, dann gehen wir wieder auf den Desktop. Ganz wichtig, mit rechter Maustaste gedrückt halten, also nicht mit links, sondern rechts. Den Papierkorb dorthin ziehen. So, jetzt loslassen, Verknüpfung hier erstellen. So, jetzt können wir das Ganze schließen. Dann wieder Rechtsklick auf die Leiste, Symbolleiste, neue Symbolleiste. Jetzt suchen wir uns den Pfad, das ist auf C, Mülleimer, Ordner auswählen und schon haben wir das hier. Wenn wir das Ganze nach links ziehen, hier das Ganze anklicken mit rechts, sagen umbenennen. Nehmen wir das hier weg, Verknüpfung, dann haben wir hier schon den Papierkorb in der Taskleiste. Das Ganze können wir dann wohin schieben, wo wir wollen. Wir können hier aber auch gleichzeitig mit rechts klicken und sagen Titel anzeigen oder Symbol anzeigen. Jetzt habe ich das Häkchen weggenommen und jetzt habe ich hier meinen Papierkorb. Den kann ich dann überall hin verschieben, wo ich hin möchte. Und wenn wir da drauf klicken, dann sehen wir haben hier den Papierkorb. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.